Die Zwölfe zum Gruße. Wir befinden uns hier in Balio Grafenstadt. Und zwar recht in der Mitte hier. Und da steht Merjan. Der Mann ist offenbar froh, wenigstens noch an sein Leben und die Kleider an seinem Leib zu besitzen. Er blickt sich etwas verstört um. Seid mir gegrüßt. Entschuldigt bitte. Ja, ihr. Würdet ihr mir kurz zuhören? Bitte. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und ihr seht so erfahren aus. Mein Kumpel Henna und ich, wir... Er schnieft. Wir wollten richtig Geld machen, reich werden. Wir hatten tolle Ausrüstung, Schwerter und Rüstung und große Rucksäcke. Seit kurzem gibt es wieder einen Zugang zum alten Kerker der Wasserburg. Da wollten wir rein. Henna hatte alles genau geplant. Wir wollten nachts gehen, damit uns keiner sieht. Er hatte sogar einen Schleichweg ausgespäht. Die auf der Wasserburg sehen es nicht gerne, wenn man in dem alten Gewölbe rumkriecht. Aber irgendwie haben wir uns verirrt, mitten in der Nacht. Dann sahen wir ein Lagerfeuer und das waren Halsabschneider, die sofort über uns herfielen. Dem Henna, den haben sie... haben seinen Kopf... Er schluckt. Ich habe alles weggeworfen und bin gerannt. Bitte könnt ihr da draußen nachsehen, was aus Henna geworden ist und die Ausrüstung suchen. Ich habe sonst gar nichts mehr. Bis wir uns wiedersehen. Ja, till we meet again, my friend. Also da hatten wir schon mal von der Ronda-Burg auch eine, also von dem Ronda-Tempel hier eine Aufgabe gehabt, von einem dahin zu gehen. Ich glaube, die Quest hieß Geheimnisse. Da könnt ihr auch mal schauen. Könnte man also direkt im einen machen. Aber ich bin einer, ich mache die Quest einzeln, weil dann entstehen auch keine Bugs. Die brauchen wir nicht. Da rennen wir einfach vorweg. Das muss das Lager sein, von dem Merjan geredet hat. So, ihr Halunken. Ihr habt einfach hier ein bisschen Meuchelmord begangen. Das gefällt mir gar nicht. Das Gesicht von dem Idioten. So, erstmal hauen wir dem hier auf die Nuss. Hau zu! Was machst du? Ah, ich war gestunt, ne? Den aktivieren wir auch noch. Hau dem Henna auf die Nuss. Wieso lebst du noch, Henna? Da hat er den wohl reingelegt. Komisch, dass er mich gar nicht angreift hier. Egal, wir hauen ihn auf die Nuss. Weg damit. Zurück in die Grafenstadt. Seid mir gegrüßt. Ihr habt die Banditen gefunden und ihnen meine Ausrüstung wieder abgenommen? Oh, ich danke euch. Ihr seid all das, was ich gerne wäre. Was sagt ihr? Henna hat das alles eingefädelt, um mich auszurauben? Sein platzender Kopf war nur eine Schweineblase mit Blut darin. Das ist so gemein. Und ich dachte, ich hätte endlich einen Freund gefunden. Aber der wollte mich nur ausplündern. Aber ihr habt ihn zur Strecke gebracht und seine feine Bande auch. Wunderbar. Wenigstens gibt es noch Gerechtigkeit auf dieser Welt. Hier, er kramt in seinen Rucksack. Das soll euer Dank sein. Bis wir uns wiedersehen. Till we meet again, my friend. Bis demnächst, euer Chojin.